Gott sei Dank! Ich dachte, ihr wärt einer von denen! Helft ihr mir, das Verteidigungssystem zu aktivieren? Wir sind beide dazu nötig. Ich setze die Achsen zurück. Der Mann, der das normalerweise macht, ist... Ach, egal. Fahrt die Plattform nach unten. Benutzt die beiden Kurbeln, um sie wieder hochzufahren. Seht ihr die vier Achsen? Ihr müsst sie alle vier, eine nach der anderen, aufnehmen. Dann müsst ihr sie zusammen nach oben bringen. Achtet auf die Reihenfolge, in der ihr sie aufnehmt. Ihr habt die erste. Nun nehmt noch die drei anderen. Denkt dran! Achtet auf die Rillen! Genau! Die eine Kurbel dreht die Plattform. Die andere hebt und senkt sie. Nummer 2! Noch nicht! Ihr müsst alle vier Achsen aufnehmen und sie dann nach oben bringen. Und verbindet sie mit ihren Zahnrädern. Ihr habt es fast. Ihr müsst nur noch Achsen und Zahnräder miteinander verbinden. Thank you.
ihr schafft es! Jetzt fehlt nur noch eine Sache! Seht ihr die Plattform? Betätigt euren Hebel, dann bin ich dran! Was für eine Maschine ist das? Ich sagte, es ist das Verteidigungssystem! Verschwendet keine Zeit! Betätigt den Hebel! Um Himmels Willen, worauf wartet ihr? Betätigt den Hebel! Die Dämonen können jederzeit zurück sein! Verfluchten Dämonen recht! Sie sollen den Tag bereuen, an dem sie den Palast von Azad angegriffen haben! Beim nächsten Mal fangen wir hier an. Oh nein, warum habe ich nur auf diesen Irren gehört? Au! Nein, nein, nein. So hat es nicht... Was habe ich getan? Die Verteidigung des Palastes hatte ihre eigene Logik. Sie konnte mit einigen strategisch platzierten Schaltern umgangen werden. Ich lernte schnell, sie zu erkennen. Doch es schien, als hätte ich einen schweren Fehler begangen, als ich dieses System in Gang setzte. Denn es war besser dazu geeignet, mir nach dem Leben zu trachten, als einem Angreifer, der nicht aus Fleisch und Blut war.
Ah!